herzlich willkommen. Heute wieder ein Unboxing, weil was anderes kann man aktuell großartig nicht machen. Heute haben wir hier den SAA 45 Western Revolver. Hier ist die Besonderheit, dass er streng limitiert ist. Es handelt sich eigentlich um einen Kaliber 4,5 Airsoft Revolver, der umgebaut wurde für Kaliber 43 Paint. Und zwar wurde der Lauf verändert, die Trommel wurde verändert, das Innenleben wurde verändert ein bisschen. Von einem echten Büchsenmacher. Hat auch eine F-Zulassung. Schauen wir uns mal an. Müssen wir die Sicherheitsanweisung weg, wer braucht die schon? Nein, immer beachten. Immer schön beachten. So, da haben wir ihn doch schon. Nichts, nur noch die Bedienungsanleitung. So, da haben wir einmal. Erste Besonderheit ist, er ist komplett aus Metall. Nur hier ist etwas Kunststoff, aber sonst ist er komplett aus Metall. Dann im Gegensatz zur HDR zum Beispiel hat er einen schönen Hahn, welcher auch Funktion hat. Eignet sich auch gut für russische Roulette, wenn man ihn noch falsch dreht. Falls man sowas jetzt spielen möchte. So, geladen wird hier. Aufklappen, Trommel frei drehen und dann sind hier diese schicken Hülsen drin. Da kommen dann eben die 43er rein und werden wieder laden zu und dann kann es auch schon losgehen. Das Ganze läuft natürlich mit CO2-Kapseln. Die kommen einfach hier rein und wieder die Schraube locker drehen, Kapsel einsetzen, wieder festdrehen, bis es zischt. Ihr kennt das, altes Spiel. War es im Großen und Ganzen auch schon. Ich würde sagen, gehen wir doch mal auf den Schießstand und gucken, was er so drauf hat. One eternity later. So, und dann kommen wir jetzt zum Schusstest für die SAA 45. Kapseln sind geladen. Ups, mein Zoom will nicht so wie ich. Genau, so. Dann einmal spannen. Ich habe ein paar Ziele aufgestellt. Ich hoffe, man sieht sie gut. Fangen wir mal an mit 3 Metern. Ja, sieht gut aus. Das sind 8 Meter. So, das war jetzt der erste Schuss. Aber man muss nach jedem Schuss manuell nachladen. Ah, knapp vorbei. Für ungezielt, aber nicht schlecht. Ist tatsächlich präziser als man meinen möchte. Jetzt nochmal auf die ernsthafte Art. So, wie viel haben wir noch? 2 haben wir noch. Hier haben wir das 10 Meter Ziel. Oh, knapp. Aber tatsächlich sehr präzise, muss man sagen, so auf 10 Meter. Jetzt machen wir mal Reichweite mit FPS. Das muss ich euch dann so zeigen. Also Chrono sagt jetzt 172 FPS, ob das so richtig ist, mag ich ja doch zu bezweifeln, ich habe das nicht richtig erkannt. Reichweite waren jetzt so um die, ja, was sagen, 25 Meter, aber halt schon mit starkem Abfallen, also auf jeden Fall nichts für Langstrecke. Dann kommen wir auch gleich zum Fazit. Also Style-Faktor ist auf jeden Fall über 9000, wie man so schön sagt. Der praktische Punkt ist, ja, nicht so gut, weil man muss nach jedem Schuss neu spannen und es neigt dazu, dass gerade hier unten die Kugeln aus den Löchern fallen. Also fürs Feld eher unpraktisch, gerade die beiden hier unten. Das ist mir jetzt gerade ein paar Mal passiert und nachladen im Feld ist natürlich auch eher unwahrscheinlich durch die Hülsen. Das ist einfach zu umständlich. Dazu kann es eben sein, wenn die Kugeln etwas kleiner sind, dass sie nicht richtig halten, dann hast du FPS-Schwankungen. Natürlich wie Sau. Also für Lab-Events oder auch für russische Roulette sehr gut geeignet. Für Duelle, One-on-One, alles möglich. Aber für praktischen Einsatz, taktisch im Feld, leider ungeeignet. Ja, und dann war es das auch schon wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss.